So, weiter geht unsere Interviewreise. In Vorbereitung auf die Con heute ist natürlich nicht nur die Jungs von Plemplem aufgefallen, nein, auch The Next Art Verlag ist hier eine Größe, die vorab mir eben aufgefallen ist als Comic-Fan. Und jetzt habe ich den Chef persönlich hier am Mikro. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Sebastian. Also Sebastian, hab ich richtig verstanden, du bist der Kopf hinter The Next Art, ja? Genau, ich habe 2004 The Next Art gegründet, weil ich mein eigenes Comic rausbringen wollte und ja, seitdem mache ich hier so den Chef von der ganzen Aktion. Sehr schön. The Next Art, ist das so ein klassischer Verlag wie keine Ahnung, Panini, die Lizenzen aufkaufen oder Plemplem, die selbst produzieren? Wie ist denn das bei euch? Wie ist denn euer Konzept? Also wir sind jetzt nicht ein klassischer Verlag, so wie die gerade genannten, sondern man könnte uns so mit Image Comics in den USA vergleichen. Also bei uns sind alle Hefte, alle Projekte selbst finanziert von den Künstlern. Die behalten auch alle Rechte, die können auch machen, was sie wollen. Also da gibt es keine Vorschriften. Und das ist so eine Art Self-Publishing-Dachholding. Ja? Wir bieten als The Next Art oder ich als The Next Art ISBN-Nummer, einen eigenen Shop, Werbung, Promotion über Facebook, einen Messestand, wie jetzt auch hier in Frankfurt. Aber für die Projekte sind die Künstler komplett selbstverantwortlich. Und welche Richtung gehen die Comics? Gibt es irgendwie so eine Thematik, die er immer behandelt oder auch Experimente, die er wagt? Kann man da irgendwie so ein Thema oder eine Richtung absehen? Also die Hauptstoßrichtung so von unseren Heften ist so Science-Fiction, Fantasy, Endzeit, Superhelden haben wir auch mit dabei. Was uns sehr wichtig ist, also die Hauptprodukte, dass die alle in dem US-Format sind, dass es Comic-Hefte sind. Wir haben aber auch Experimente dabei mit Buntstift gezeichnete Artbooks. Wir haben Pur Fruit, sind Kollegen aus Köln, die ein kostenloses Comic rausbringen, komplett werbefinanziert, was wir unterstützen. Also das liegt so in der Verantwortung vom Künstler. Ja? Und wenn ich das Konzept cool finde, dann ist die Thematik eigentlich uninteressant. Okay, das heißt, man kann sich grundsätzlich auch mal mit seinem Portfolio mal an euch wenden, wenn man da mal Interesse hätte. Auf jeden Fall. Portfolio ist immer ein bisschen schwierig. Also was wir immer brauchen, ist ein fertiges Heft, ein fertiges Album, ein Projekt, wo der Künstler sagt, ich hätte es jetzt gerne mal gedruckt und nicht bloß im Internet. Und dann wenden sich die Leute an uns, ja, an mich in der Hauptsache, und wir schauen, okay, wie kannst du das jetzt eben drucken, in welcher Form, in welcher Auflage, bei welcher Druckerei. Und ich unterstütze eben zum Beispiel auch bei den Druckdaten, bei der Auswahl der Druckerei. Also Sachen, die vielleicht den Künstler so leicht überfordern, in mancher Hinsicht, ja. Vielleicht können wir das umfangreiche Programm, das hier in Teilen vor mir liegt, mal durchgehen. Dass du uns einfach mal so vielleicht so 3, 4, 5 Titel mal rausfischst, die vielleicht die Klassiker sind, Sachen, die du auch empfehlen möchtest oder die besonders gut laufen. Was haben wir denn hier so vor uns liegen? Also ein absoluter Klassiker ist unsere allererste Serie Blue Evolution. Das waren 6 Hefte, die haben wir innerhalb von 3 Jahren rausgebracht. An denen habe ich auch selber noch mitgeschrieben damals. Und das erste Heft war damals tatsächlich unser Start im Verlag, nämlich das Blue Evolution Nummer 3. 2004 haben wir das rausgebracht zum Comic-Salon in Erlangen damals. Und das war so unser Verlagsstart. Ist der absolute Klassiker, läuft sehr gut, ist ein schönes Fantasy-Heft von einem deutschen Zeichner, deutschen Autor. Und es spielt auch in Deutschland, also absolut empfehlenswert. Und es läuft auch nach wie vor immer noch sehr gut. Ja, als nächstes haben wir eigentlich unsere größte Serie Hades-Syndrom. Der Zeichner, Autor und Erfinder ist Michael Feldmann. Mittlerweile sind das 21 Comic-Hefte schon, die er in den letzten 10 Jahren da produziert hat. Unterteilt sich immer so in verschiedene Kapitel. Mittlerweile haben wir 4 Kapitel schon, die immer so in 6 Heften oder 4 Heften unterteilt sind, sodass man auch so kleine abgeteilte Geschichten hat, die alle in dem großen Kosmos Hades-Syndrom spielen. Thematisch ist es ein Endzeit-Comic, spielt also so 2030 nach dem Dritten Weltkrieg in Deutschland, auch wieder in Deutschland, also deutscher Autor, deutscher Zeichner, und in Deutschland spielt es auch. Ist unser Haupttrenner, weil ich sag mal, es macht den größten Anteil mit 21 Heften aus aktuell. Ja, als nächstes haben wir Tomba, ist so einer unserer bekanntesten Zeichner. Der hat aktuell 2 Produkte bei uns im Portfolio. Einmal der Counselor. Das ist ein Dreiteiler, ist auch abgeschlossen.
Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil mit diesen Superhelden hat er in den USA bei der Stan Lee Foundation den ersten Preis gewonnen mit dem Superhelden. Damals war er auch persönlich in San Diego zur Comic-Con, hat dort Stan Lee getroffen und hat seinen Preis überreicht bekommen. Ja, und aus diesem Konzept für den Superhelden ist dann eben ein dreiteiliger Comic geworden, den er hier bei uns veröffentlicht hat. Und sein zweiter Comic ist Der Engel. Das ist ein deutscher Superheld in Berlin. Tomba kommt aus Berlin, wird dieses Jahr im Herbst mit dem sechsten Teil abgeschlossen sein, die Serie. Und kann man sich so vorstellen, ist der Batman von Berlin, also ist ein Superheld ohne Superkräfte, der aber eben im Kostüm mit so ein bisschen Gimmicks, die er so drumherum hat, dort gegen das Böse kämpft. Angesiedelt ist es auch wieder in der Zukunft, so 2030 eben in Berlin, wo er so gegen die rechte Gewalt kämpft. So, das waren so unsere drei Hauptserien. Und das Schöne dran ist, zum 10-jährigen Bestehen von The Next Art vor 3 Jahren haben diese drei Serien ein Crossover gebildet. United hat sich das genannt, wo die Helden aus den drei Serien gemeinsam ein Abenteuer bestritten haben. Und das Besondere daran war, dass jeder Zeichner aus der eigenen Serie seine Figuren in dem Heft gezeichnet hat. Da agieren also nicht bloß die Figuren zusammen, sondern auch die Zeichner haben dort interagiert. Das war so unser Geburtstagsgeschenk zum 10. Geburtstag. Das ist ja klasse. Also optisch habe ich gerade mal so durchgeblättert durch verschiedenste Hefte. Ich habe ausschließlich Highlights gesehen. Das müsst ihr auf jeden Fall mal genauer prüfen. Auch die Crossover-Idee finde ich total klasse. Also das ist für den Indie-Verlag, die dann da auch schon zum Geburtstag das machen. Die Jungs von Plemplem haben zum Beispiel mal erzählt, dass sie bei der Frage der Distribution, der Frage also eben, ob man jetzt auch Comics zum Beispiel auf Comixology anbieten kann, generell digital zur Verfügung stellen kann, ob das Sinn ergibt oder eigentlich die Verkäufe eher auf so Messen oder in der Direktbestellung besser laufen. Auch eben gemeint, dass es schwierig ist mit Comixology. Wie ist das? Vertreibt ihr auch digital oder seid ihr auch vor allem also klassisch auch beim Druckbereich unterwegs? Also aktuell vertreiben wir noch keine Hefte digital. Also wir sind so die klassischen Papierfreunde, da stehen wir so ein bisschen drauf. Liegt so an mir, da ich persönlich auch Comics sammle. Ja, wir sind auch so der Verlag, der, glaube ich, so die meisten Variant-Cover rausbringt. Das ist auch so ein Faible von uns. Wir haben also von den meisten unserer Hefte auch immer Blank-Sketch-Cover, haben Variant-Cover in verschiedenen Ausführungen in limitierter Form. Und deswegen, wir sind so der Ansprechpartner für die Papierform. So rein digital haben wir bisher noch nicht gemacht und ich glaube, werden wir auch in Zukunft nicht machen. Wer sich die Hefte anschaut, der weiß Bescheid, denn die sind äußerst hochwertig, fühlen sich so an, sehen so aus, sind sie auch. Dann vielleicht nochmal eine Frage jetzt auch, weil du ja den Laden quasi schmeißt. Wir haben vor wenigen Wochen sind quasi Leaks, das sind Sachen veröffentlicht worden von Marvel. Und zwar gab es da eine Veranstaltung, wo die eben diverse Verkäufer quasi, also so die Reseller, ich glaube eine Reseller-Veranstaltung einfach, ja. Und da sind quasi so interne rausgeflossen, im Sinne von, für den Verkauf eines Comics wäre der Autor deutlich entscheidender als der eigentliche Zeichner. Und das kann man, wenn man das als Fan oder eben auch als Kreativschaffender hört, ist es immer ein bisschen schwierig, kann man das so nicht unterschreiben. Im Klassischen sind also das mindestens mal gleichberechtigte Anteile, also Zeichner, Illustrator und Texter. Aber so in den internen, und dafür gab es so einiges an Schelte, sowohl von den Künstlern als auch von den Fans, ist es bei Marvel wohl so ein bisschen gehandelt, naja, wenn der Künstler eben nicht mehr will, dann tauscht man halt eben aus. Wie sind da so eure Einstellungen? Sind eure Kunstwerke immer, also eure Produkte jetzt eher so in Personalunion entstanden oder sind das immer Teams, die zusammenarbeiten? Und verbindest du da auch, also stellst du da auch Kontakte her oder kommen die Leute schon mit fertigen Produkten? Und vor allem auch, wie ist da so kann man das irgendwie einschätzen, in welchem Verhältnis diese beiden Teile, Kunst und Text, stehen? Ist schwierig bei uns einzuschätzen, da die meisten Produkte, die wir rausbringen, immer Autor, Zeichner, Layouter, Letterer, immer einer in Personalunion ist. Also zum Beispiel Michael Feldmann, der das Hades-Syndrom macht, der macht komplett alles selber. Also der liefert das Heft komplett selber ab. Der ist verantwortlich für die Geschichte und natürlich auch für die Zeichnung. Ich habe aber auch zum Beispiel bei Der Engel, da ist das ganz interessant, weil das ist ja das Projekt von Tomba. Und der hat sich aber zum 4. Teil mit Robert Herakles, der auch bei uns Aquatic Empire veröffentlicht hat, zusammengetan, weil Robert ist eigentlich ein Autor. Und die beiden zusammen haben echt super miteinander gearbeitet. Und Tomba hat dann selber als Zeichner gesagt, hey, also durch den professionellen Autor hat das seine Geschichte total aufgewertet, weil er als Autor gar nicht so gut ist. Also sein Metier ist Zeichnen
Und durch die professionelle Geschichte und durch das bessere Lettering ist seine Geschichte sehr viel besser geworden. Also von daher, sage ich mal, sind die beiden schon gleichberechtigt. Weil ich meine, ein guter Autor macht eben echt eine tolle Geschichte aus. Und wenn die beiden sich gut verstehen, dann ist das Produkt am Ende eben deutlich besser, als wenn es nur einer macht. So, ansonsten stellen wir Kontakte her. Das war eben so jetzt der allererste, wo wir gesagt haben, da haben sich beide bei uns kennengelernt und haben ihm dann gemeinsam ein Projekt gemacht, wo sie gesagt haben, hey, könnten wir doch mal zusammen machen, du hilfst mir da, ich helfe dir dort. Wir haben, sage ich mal, auf einigen Heften Variantcover, wo der eine mal für den anderen ein Variantcover zeichnet. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist Autor und Zeichner gleichberechtigt, weil nur wenn beides gut funktioniert, dann ist das auch eine runde Sache. Dann schon mal vielen Dank für eure Zeit und vielleicht noch kurz zum Schluss. Wo kann man euch vielleicht nochmal persönlich live antreffen und wo findet man euch im Internet? Also im Internet findet man uns unter www.thenextart.de. Das ist unsere Hauptseite. Dort kommt man direkt auf den Shop. Man sollte sich nicht abschrecken lassen, da die Internetseite doch schon ein klein wenig veraltet ist. Am besten dort direkt auf die Facebook-Seite von uns oder auf die Shop-Seite wechseln. Ansonsten persönlich trifft man uns eigentlich auf jeder Comic-Convention, die wir in Deutschland haben. Also aktuell sind wir ja hier in Frankfurt auf der Comic-Con. Wir werden als nächstes in Stuttgart zur Comic-Convention sein. Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall in Erlangen zum Comic-Salon. Und auf jeden Fall findet man auf jeder Convention immer mindestens ein oder zwei von unseren Zeichnern, die eben mit einem eigenen Stand ihre eigenen Hefte promoten und damit natürlich auch The Next Art als Dachholding. Alles klar, dann danke für deine Zeit. Ich packe dir jetzt erstmal dein Portemonnaie aus und dann shoppe ich hier mal eine Runde bei euch. Ne? Bis dann, danke, ciao. Ich danke auch.